Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Valheim, Valheim, VRL-Heim, wie auch immer. Ich habe schon mal ein paar Vorbereitungen getroffen, damit es hier etwas schneller vorangeht. Wir haben die Kombi an Lebensmitteln, neu dazugekommen der Rüben-Eintopf, 55 Ausdauer, 18 Gesundheit. Ich bin ein bisschen auf Ausdauer gegangen, weil ich denke mir, wir müssen wahrscheinlich eine ganze Menge Pfeile schießen. Und da ist Ausdauer nicht schlecht. Ich hoffe mal, dass es so passt. Ich habe, wie gesagt, noch absolut gar keine Infos über die Mutti, wie man die am besten besiegt oder so. Ich habe mir wirklich mit Absicht nichts dazu angeguckt, damit wir das hier einfach alle mal ein bisschen spannender erleben. Wie auch immer. Ich habe schon mal hier die drei Eier rübergebracht. Und wir haben 13 Giftpfeile, die hatten wir so oder so. Und nochmal knapp 130 Feuersteinpfeile. Ich hoffe, das passt. Ich hätte ganz gern nochmal die Nadelpfeile hergestellt, weil die hauen übers Doppelte rein von so einem normalen Feuersteinpfeil. Aber wir haben nur drei Nadeln gehabt. Ah, ich sehe gerade, hier ist eine Kiste. Ich hätte gar keine bauen müssen. Naja. Ja, ich habe nur drei Nadeln gehabt und vier hätte es gebraucht, um einen Stack zu bauen. Deswegen nicht. Ich hoffe mal, ich überschätze mich gerade nicht komplett. Wir haben nämlich auch keine Lebenstränke oder so dabei. Mal schauen. Ob ich danach sage, wie dumm warst du, bist ja wieder völlig low zu der Mutti gerannt. Das hätte dir klar sein müssen, weil wir sterben. Naja, wir werden es sehen. So, jetzt bringen wir erstmal die Eier hier rüber. Hier war's. Ich hatte noch einen netten Tipp in den Kommentaren, dass wir das Portal woanders hinbauen sollten, weil das die Mutti auch gerne mal wegschießt. Ich würde auch sagen, wir machen das nochmal. Ich weiß nicht, können wir das in das Gebäude hier reinbasteln? Da sollte es doch einigermaßen sicher sein, oder? Weil das Schlimmste wäre natürlich, wenn wir sterben und die Mutti das Portal weggeschossen hat. Dann haben wir ein großes Problem. Und bei meinem Glück könnte das durchaus passieren. Doch, wir können es hier reinbauen. Ach, guck mal, hier ist doch safe, oder? So. Nee, Steinsuche war das, ne? Jetzt geht's schon wieder los. So, zack. Jo, hat sich connected. Perfekt. Ich bin gehypt. Ich habe, wie gesagt, schon mal alles vorbereitet, damit es nicht so lange dauert. Das war jetzt locker schon wieder eine Viertelstunde. Da hätten wir eine ganze Folge damit verbracht, hier bloß die Vorbereitung zu treffen. Wir müssen gleich nach Essen reinhauen. Wir haben Frostwiderstand dabei. Die zwei geringen Ausdauermeds waren auch noch am Start. Jedenfalls ein Ausdauerbild. Ich habe es gerade schon erwähnt. Also ich denke, es müsste alles passen. So, das Ding steht hier hoffentlich einigermaßen safe. Ich hoffe mal, dass wir die auch mit Pfeilen besiegen können. Nicht, dass die komplett resistent gegen Pfeile ist und eher so ein Nahkampfding, aber es ist halt ein Drache, ne? Also, wird schon passen. Gut, Leute. Bevor wir das dritte Ei reinhauen, machen wir hier nochmal fix die Lebensmittel nach, dass die ganzen Stats erstmal in Ruhe nach oben klettern können. Hätte ich schon mal ein bisschen eher machen sollen. Weiß nicht, holen wir uns nochmal ganz kurz ausgeruht. Das braucht jetzt eh gerade noch seine Zeit. Ja, komm. Das Leben braucht eh gerade noch, um hochzugehen. Und mir ist es lieber, wir haben wirklich so viel ausgeruht Minuten übrig wie möglich. Ah, schaut euch die Ausdauer an. Das ist schon ziemlich nice. Wie viel haben wir? 173. Ja, Rübeneintopf nochmal schön mit reingeballert. 55 Ausdauer. Ich habe hier noch ein paar vom Feld geerntet, damit wir das hinkriegen. So, hinsetzen. Ich hatte auch überlegt, ob wir vielleicht schon das Schlangenfleisch benutzen. Aber ich lasse es erstmal noch. Wir machen das, nachdem wir die Mutti besiegt haben oder auch nicht. Hauen wir das mal auf den Grill und gucken mal, was das Zeug so bringt. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch, dass wir das damit schaffen. Also wir haben knapp 150 Pfeile. Wir haben 170 Ausdauer. Ich denke doch, dass wir da mal realistische Chancen haben. Hoffentlich. So, rein mit dir. Ey, es geht los, Leute. Oh, ich hab so Bock, ihr glaubt's mir gar nicht. So lange gesucht. Ja gut, es ging noch, aber trotzdem. Für mich war es relativ lange, um endlich hier zu stehen. Und dann ist auch wieder ein großer Meilenstein geschafft. Weil dann können wir in die Ebenen und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir hier, wir haben hier ab und zu mal, guck mal, hier ist so ein Stein zum Verstecken. Ich weiß halt nicht, aber die wird ja auch Fernkampf bestimmt wie die anderen Drachen irgendwas rumschießen. Ich bin mal gespannt, haben wir alles? Giftpfeile sind aktiv, passt. Es ist alles repariert,
Wir müssen gucken, wo sich diese Funken sammeln. Oh, Leute, ich bin so hyped, ihr glaubt's mir nicht. Da oben kommt sie. Da oben irgendwo kommt sie. Da ist sie. Bam. Schon mal ersten verschossen. Geil. Tragenmuddi. Oh, hä? Hat der nicht? Doch, der hat getroffen. Oh Gott, ich verschieße die ganzen Giftpfeile und das macht ihr fast gar keinen Schaden. Nur mal so nebenbei angemerkt. Gut, also. Ah, ich habe den Frostwiderstand nicht reingehauen. Ich Vollidiot. Das müssen wir natürlich nachholen. Also bisher relativ entspannt. Nur wird es eine ganze Menge Pfeile brauchen. Oh Gott, es backt. Nein, ich hänge jetzt. Nicht hängen jetzt. Drachenmudi, was macht sie für komische Sachen? Ich weiß nicht, ob es schlauer ist, wenn die... Oh Gott, nein, die haut das ganze Ding ein. Die macht doch unser Portal kaputt. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt schlauer wäre, wenn die am Boden ist, mit Nahkampf ranzugehen. Aber wir machen auch so Schaden. Ich denke, das wird schon passen. Ja. Also bisher trifft sie uns noch nicht. Wir können da noch Eiktür noch... Komm, wir hauen Eiktür mit rein. Was soll der Geiz? Sehe sie nicht? Doch, da ist er. Zack, jetzt sind wir schon wieder bei den normalen Pfeilen. Wie sieht's da schadenstechnisch aus? Nochmal oben drauf gucken. Mal. Ich sag mal, die 130 Pfeile oder wie viel es noch immer sind, werden schon reichen. Boah, ich bin so hyped. Vor allem hier schön die Röte im Himmel. Sieht schon ein bisschen episch aus gerade. Ich muss halt nur noch treffen. Wenn ich hier dahinter bleibe... Oh Gott, die macht den ganzen Stein kaputt. Alter. Die hat aber ordentlich Feuer im Rachen. Gott, ich dachte die ganze Zeit, die ist noch hinter dem Stein, ne? Lauf, lauf, lauf. Aber relativ easy auszuweichen. Mal gucken, was sie noch so für Moves macht. Mich irritiert es, dass ich sie manchmal treffe. Aber... oh Gott, hat das viel Schaden gemacht. Und wir sind eingefrostet. Wie lange noch? 2 Sekunden. Ach du Scheiße. Also zweimal hintereinander treffen ist nicht drin. Nein. Wir haben kaum noch Ausdauer. Wo ist die? Ah, da vorne ist sie. Wir müssen echt aufpassen, Leute. Lebenstechnisch hat die gerade echt ordentlich reingepfeffert. Yep. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Mann, ich war gerade echt motiviert und dachte, die ist ja easy. Aber Schaden pfeffert die echt krass rein. Also wir müssen uns wirklich immer Deckung suchen. Sonst wird's doof und ich sollte keine Pfeile mehr verschießen. Ich weiß nicht, ob die Headshot technisch mehr abzieht. Nein, was machst denn du? Das war gerade die Gelegenheit, der mal ordentlich was reinzupfeffern. Also ein kleines bisschen Vergiftung durch den Torger Reißzahn kriegt sie, aber viel ist es nicht. Aber ich bin optimistisch. Wir hätten vielleicht einen Lebenstrank mitnehmen sollen. So viel Schaden, wie die reinballert, damit habe ich nicht gerechnet. Und vor allem muss man sie halt auch erstmal treffen. So, komm, meine Gute. Jetzt wirst du gleich schießen. Ja, das war klar. Schön hier dahinter bleiben. Und zack, immer auf die andere Seite vom Stein. Ich meine, der wird auch nicht mehr Ewigkeiten durchhalten. Nein. Oh Gott, das war knapp. Wo ist sie denn? Hier drüben. Geh weg von meinem Portal. Was macht denn die? Hau ab. Hau ab. Was macht die? Also gut für mich, ich kann Pfeile reinballern. Gott, der ganze Baum knickt weg, ne? Oder ist das gerade einfach der Wind? Na gut, alle Bäume machen's. Was frisst die? Hat die Truhe gerade kaputt gemacht? Wenn sie gerade nichts Besseres zu tun hat und 30 Pfeile in den Rücken kriegt und lieber erstmal eine Truhe kaputt haut, okay. Wenn sie der Meinung ist, Hauptsache die lässt das Portal ganz. Vielleicht hat sie es auch schon zerstört. Könnte durchaus sein. Vielleicht ist die wirklich aggro gegen so gebaute Sachen. Also wir können auf jeden Fall eine ganze Menge Stein danach einsammeln. Das ist schon mal gut. Wir haben wieder volle Leben. Und ich bin relativ froh, dass ich auf Ausdauer gegangen bin. Statt auf Leben. Wir müssen zwar echt gucken, dass wir nicht zweimal hintereinander getroffen werden. Komm, wir hauen mal so ein Ausdauerding rein. Wir waren gerade komplett leer, da lohnt sich's doch. Ich denke, es ist auf jeden Fall machbar. Also wenn sie jetzt nicht auf einmal noch andere Moves anfängt, dann
sollte es eigentlich möglich sein. Treffen wir die, ja, ne? Stehen manchmal keine Schadenswerte da, das finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber guck mal, wir haben schon, naja, ein Viertel, Viertel bis Drittel, ist doch schon fast weg. Oh Gott, was ist das? Mach bitte keine anderen Moves. Nein, der Bogen ist fast kaputt. Ach, shit. Das ist natürlich richtiger Mist. Das ist ganz, ganz großer Mist. Ah, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass der ja kaputt geht. Wir brauchen zu viele Pfeile. Guck mal, wir müssen den ja locker 3-4 Mal reparieren. Nein. Und ich hatte sogar, glaube ich, in dem Kommentar stehen, ich Vollidiot. Ja, da stand irgendwie drin, wenn du Fernkämpfer bist, nimm 2 Bögen mit. Und ich hab das irgendwie gar nicht so gecheckt, dass es ja darum gehen könnte, dass der Bogen in den Arsch geht. Ja, ich weiß nicht. Zurück steht das Ding noch? Ja, ich muss jetzt erstmal wegrennen. Aber wahrscheinlich zurück teleportieren. Bogen reparieren, wieder herkommen. Oha. Wahnsinn. Mudi, Mudi, Mudi. Da haben wir die Mudi ganz schön verärgert hier heute. Am besten müssten wir uns ja hier eine Schmiede hinstellen. Wir brauchen locker... Ja, jetzt kriegen wir mit einem Bogen nicht mal ganz die Hälfte hin. Also müssen wir locker noch 2 Mal reparieren. Wie gesagt, wir können die wahrscheinlich auch auf Nahkampf machen. Aber so viel Schaden, wie die reinpfeffert, Leute. Da bin ich lieber ganz gerne ein bisschen auf Abstand. Ich sag mal so, an sich ist sie relativ easy. Dauert halt recht lange. Müssen mal gucken. Kann sein, dass die Folge heute definitiv länger wird. Möchte jetzt nicht zwischendrin unterbrechen. Nur länger als 30 Minuten darf sie nicht gehen, weil dann hört meine Kamera auf aufzunehmen. Dann seht ihr mich nach 30 Minuten nicht mehr, das wäre schlecht. Ja, ich würde gerade gerne hinrennen und mit Frostner mal einer reinhauen, ne? Wollen wir es mal probieren? Ja, okay. So viel zum Thema. Ja, also mit einem Bogen knapp die Hälfte, ne? Oh Gott, die Pfeile reichen im Leben nicht. Gut, also ich habe mich sehr gut verschätzt. Irgendwie kommen einem 130 Pfeile doch mehr vor, als es eigentlich sind. Ja, halt die Klappe. Nein, ich habe keine Ausdauer. Wir müssen gleich nach Hause. Wollen wir es jetzt schon machen? Nee, wir nutzen den vollen Bogen. Komm, wir nutzen den vollen Bogen, Leute. Ah, jetzt könnte man gerade mal wieder mit Frostner reinhauen. Ich würde es echt gern probieren. Komm, wir probieren es. Einen Schlag von der halten wir doch aus, oder? Ah, ich bin dumm. Hui. Ah, nein, ich hänge. Ich habe keine Ausdauer. Wenn die jetzt schießt, haben wir ein Problem. Gut, wir lassen das mit dem Nahkampf. Ja, war auch dumm. Ich bin mit 0 Ausdauer hingekommen. Weil ich hingerannt bin. Gebe ich zu. Ja, die Nadelfeile wären natürlich mega geil gewesen, ne? Die hauen das Doppelte an Schaden durch. Ich weiß halt nicht, ich habe auch überlegt, ob Feuerpfeile, weil ist ja Eis, ob das irgendwie Sinn macht, aber... Ja, was soll's. Wir müssen halt nur echt gucken, dass wir nochmal reparieren. Und die uns in der Zeit nicht irgendwie das Portal klein haut, weil wenn das passiert, haben wir ein Problem. Jetzt greift sie an. Hau ab, hau ab, hau ab. Ja, also das Ausweichen ist wirklich easy. Weiß gar nicht, diese Kristalle hier darf ich wahrscheinlich nicht rankommen, oder? Werde ich wahrscheinlich eingefrostet oder so. Also wir kriegen die auf jeden Fall tot. Wenn jetzt nicht irgendwas richtig schief läuft. Na, jetzt ist er kaputt. Die Sache ist, jetzt müssten wir eigentlich rüber. Wenn wir jetzt irgendwie in unserem alten Zuhause sind und die uns das Portal klein kloppt, dann wird es halt echt, echt, echt schlecht. Bitte drückt die Daumen, dass das jetzt nicht passiert. Und wir müssen Pfeile herstellen. Wir brauchen unbedingt Feuerstein. Ah, bitte lass die jetzt nicht das Ding klein kloppen. Und sich auch nicht heilen oder so. Weiß gar nicht, wie das dann ist, wenn wir hier einmal weg sind. Vielleicht kommt sie auch gleich durchs Portal und kloppt uns tot. Kann alles passieren. Gut, also Stein, Dings, ja, okay. Ja, ich weiß halt nicht, ob es jetzt mehr Sinn macht, nochmal einen alten Bogen mitzunehmen. Aber der Torger Reißzahn ist eigentlich schon ziemlich cool, ne? So, Feuerstein. Oh, wir haben noch 4 Feuerstein.
brauchen auf jeden Fall Federn und wir brauchen Holz. Holz, Holz, Holz. Aber ich glaube, wir haben Feuerstein auch noch hier vorne in den Kisten. Ach, Mann. Wir müssen uns beeilen. Ich habe echt Schiss, dass die das Portal kaputt macht. Da haben wir ein Riesenproblem. Lass uns hier irgendwo noch Feuerstein haben, bitte. Wir haben keinen Feuerstein mehr. Ah, wir haben keinen Feuerstein mehr, Leute. Ach, schlecht. Ich weiß gar nicht. Kann auch sein, dass ich vielleicht vorhin schon dort was rausgenommen hatte. Hier noch was drin? Nee, ne? Nee. So, dann lasst jetzt mal fix gucken. Wir können auf jeden Fall hier nochmal ein paar herstellen. Nicht allzu viele. Was war denn für Feuerpfeile? Brauchen wir noch Harz? Komm, wir probieren die Feuerpfeile mal aus. Nehmen hier nochmal ein bisschen Harz mit. So, Feuerpfeile. Zack. Das ist irgendwie gerade ganz komisch, nicht zu wissen, was die Mutti da drüben macht. Haben wir. Passt das jetzt? Ausgeruht. Wir brauchen nochmal ausgeruht, schnell. Erstmal ein kleines Camping hier. Ich hoffe, die ist nicht wieder voll. Das wäre richtig schlecht. Weil dann war das gerade alles für umsonst. Was wollte ich denn gerade noch machen? So, wir können hier noch was wegpacken gleich. Komm, jetzt hau mal die 16 Minuten voll. Dann lass mich wenigstens noch schnell die Federn und Stein wegpacken. Falls wir sterben, dass das nicht weg ist. Komm, steh auf. Federn. Stein und Harz und Attacke. Wie lange hält denn... Ah, wir haben den Frostschutz gar nicht mehr. Weiß nämlich nicht, wie lange der hält. Muss ich gleich nochmal gucken. Na, da hätten wir wahrscheinlich auch mehr herstellen sollen. Ach schön, aber ich feiere das auch, einfach mal so in die Sachen reinzugehen. Ist einfach auch ein bisschen mehr Abenteuer, als sich vorher alles durchzulesen und genau mit der perfekten Taktik ranzugehen. Nee. Und wenn man stirbt, dann ist... Okay, das Portal steht noch. Ich höre die Mutti. Und die hat... Ah, geil. Perfekt. Wo ist er? Oh, hier drüben ist sie gleich. Wir müssen gucken. Ejo, jetzt hauen wir erstmal Feuerpfeiler rein und gucken mal, was die so bringen. Greift uns jetzt erstmal an, die Gude. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Die hat uns direkt getroffen. Nein. Wenn die jetzt nochmal schießt, wird's schlecht. So, was machen die Feuerpfeile? Ah. Ui. Habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass sie angreift. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen in Deckung bleiben. Aber perfekt, wir können uns nach Hause teleportieren. Können erstmal in Ruhe auffüllen. Die Feuerpfeile machen auch einigermaßen Schaden. Also das Feuer selber nicht. Sieht aber irgendwie geil aus, wie sie brennt. Ui. Achso, müssen wir uns davor in Acht nehmen wahrscheinlich. Ich renne hier mit 70 Leben rum und ich glaube, ich werde es bereuen, dass ich hier so easy peasy gerade lang marschiere, obwohl hier irgendwelche Kristalle rumgeflogen kommen. Ja. Also das Feuer macht wirklich nicht viel. Hauen wir doch erstmal lieber die durch. Wie sah es denn da schadenstechnisch aus? 43. 34. Ja, Hälfte ist fast rum. Jetzt müssen wir gucken, sie greift gleich wieder an. Ein bisschen Ausdauer regenerieren lassen, dass wir rennen können. Genau. Und die Olle erstmal machen lassen. Perfekt. Dann kommt der zweite Angriff meistens relativ zeitnah. Der kommt jetzt und nochmal springen. Ja, perfekt. Okay, Leute. Wir müssen mal gucken, der Stein hier ist bald fort. Nicht so gut. 51 Schaden. Wahrscheinlich wegen der Entfernung, ne? Weil die nah dran ist, oder? Au, 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 oh Gott. Wir wollten doch das hier reinhauen, Leute. Und... Was ist denn mit den Dingern hier? Muss ich da jetzt Angst haben? Nee, ich glaube nicht. Gott, die flippt gerade richtig. Leben gleich wieder voll, alles gut. Mutti ist zur Hälfte tot. Wir müssen halt nur gucken, weil der Stein ist gleich weg, wo wir uns in Zukunft verstecken. Also so viel Möglichkeit gibt es hier nicht mehr. Oh, null Ausdauer. Bam, komm, 34 Schaden bloß. 36. Nochmal. Ist das so ein Riesenunterschied zu den Feuerpfeilen? Ich will nochmal gucken. Naja, ein bisschen, ne? Aber da Feuer haut trotzdem nochmal kurz rein. Also so schlecht sind die Feuerpfeile auf jeden Fall nicht. Können wir schon behalten. Müssen halt wirklich nur gucken, dass wir hier nicht so nah am Portal stehen, dass die uns das auf einmal klein kloppt.
Dann wird es nämlich schlecht. So, sie greift gleich an. Aber im Vergleich zum Knochenwanz, vor allem sie holt halt auch keine anderen Leute dazu. Hätte ja auch sein können, dass jetzt die ganze Zeit wieder 3, 4 Drachen um einen rumschwirren und vielleicht noch ein paar Wölfe kommen. So wie der gute Knochenwanz das gemacht hat. Aber nö, da war sie lieb zu uns. So, die Sache ist, wir schaffen das auch in 30 Minuten nicht. Das heißt, ich hätte auch gerne eine 45-Minuten-Folge gemacht, aber meine Kamera nimmt immer nur 30 Minuten auf und dann stoppt die Aufnahme. Und dann ist auch, glaube ich, die Speicherkarte schon bald voll. Deswegen müssen wir jetzt doch erstmal Abbruch machen, Leute. Es tut mir leid hier mitten im Kampf. Wir machen uns fix nach Hause, ich kann noch mal reparieren. Und wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge, sehen dann nächste Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut!